Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Beim letzten Mal haben wir Aridia vor den Tyrannoiden-Truppen gerettet. Und nun begeben wir uns in Quarks Versteck auf dem komischen Asteroidengürtel-Ding da. Nachdem uns das Videospiel gesagt hat, dass er hier sein soll. Ja, wenn ich alles tun würde, was Videospiele mir sagen, ho. Oh. Der Rausschmeißer ist im Angebot. Wenn du schnell bist, kriegst du noch einen Rabatt von 10%. Wow, 10% Rabatt, yay. Ja, ich meine, wir könnten zu Slim Cognito mal wieder gehen. Das ist immer so eine Option. Ach ja, genau, dafür brauche ich das. Ich war mir schon am überlegen, wofür bräuchte ich dieses Warpfeld nochmal? Das ist halt die Erklärung da drüben. Ich muss halt gucken, wie es funktionierte. Sieht so aus, als würdest du ein Warpfeldgerät brauchen, um an diesem Kraftfeld So, wir setzen eins ein. Drücken diesen Knopf. Lassen den Aufzug nach oben fahren. Rückenkreis. Werden hochteleportiert. Tada! Na gut, die Kanone sollte man kaputt machen, weil sonst immer neue Quark-Viecher auftauchen. Oder Quark-Trainingsroboter hier. Die helfen mir halt auch nicht unbedingt. Immer auf jeden Fall sehr, sehr viele von meinen Herren. Aber den Rausschmeißer, den kaufen wir uns auch noch, nur halt später, weil das Ding selber, der Rausschmeißer, ja, ist ein gutes Teil. Jetzt reicht es auch mal langsam, ich will auch mal irgendwo hinkommen. Einmal umdrehen, zack. Grenzt ein bisschen an Selbstverliebtheit, dass er diese Kampfroboter oder diese Sicherheitsroboter hat, die aussehen wie er selber. Na ja, gut. Jetzt ist er den weg. Verkackeiern hier. Zeug. Besser. Ja, die ignorieren wir jetzt einfach. Warum sollte ich mich mit denen wieder anlegen? Mit seinen komischen Gartenzwergtruppen hier. Können sie eingesaugt werden? Ja, sieht so aus. Ist natürlich ein schwerer Marketingfehler, dass sie eingesaugt werden können. Aber ist ja nicht meine Schuld. Ich hab die Viecher ja nicht gebaut. Ich bekämpfe sie nur. Was, wie ich diese Ninja-Trüppchen hier bekämpfen würde. Wenn sie mir denn wichtig wären. Tut's aber nicht. Yep. Tja. Man sollte vielleicht seine Sicherheit nicht an komischen Gartenzwergen und selbstgebauten Trainingspuppen vergeuden. Kostet viel und erreicht schon mal wenig. Möglichst viele Kanonen reinwerfen, gucken, was passiert. Anscheinend nicht viel. Und dann den Rest so. Alles klar und weiter. Quark! Yay, Kuppel. Blöde. Auf geht's, Clank.
Ich weiß nicht, ob das heißen soll, er hat uns gesehen und deswegen ging das Ding jetzt los, aber... Naja. Ist ja im Endeffekt auch egal, wir müssen ja trotzdem da irgendwie hin. Na, Kleiner, folge mir. Folge mir und gebe dein Leben. Für mich. Hat er gut gemacht. Ich meine, die Boote liegen jetzt hier so, da kann ich auch einmal kurz hier so ein bisschen rangehen. Ihr merkt ja, ich nehme das LP oder zumindest das Spiel nicht ganz ernst, sonst würde ich wahrscheinlich mehr von den Boots zumindest einsammeln gehen machen. Natürlich ein riesiges Sicherheitsmanko, wenn der Ausschalter direkt daneben so ein bisschen rumputzelt, aber gut. Ich habe für den Mist ja auch nicht bezahlt. Was ein glücklicher Zufall. Ich meine, sonst wäre er hier definitiv nie rübergekommen. Das ist das halt. Ah, wieder einmal Pistole. Banane und Affe. Und das sah so aus, als hätte es da irgendeine Katze drüber geben sollen. Aller, mach hier kein Affentheater, mach kein Murks, was auch immer. Was dann einfach nur komplett rausgestrichen wurde. Oder wahrscheinlich die komplett selbe Cutscene wie beim ersten Mal. Es ist halt nur... Es sah so aus, als hätte da jetzt irgendwas kommen müssen. Und dann kam da halt nichts. Was ich recht seltsam finde. Komm schon, Kumpel, ich brauch dich hier drüben. Schneller, 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 schneller. Da, Banane, Banane, Banane. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber auch einfach mega nett, ne? Dass wir ihn hier im Endeffekt die ganze Zeit missbrauchen für eine Banane. Dann kann der arme Affe ja nichts dafür, dass der hier für diesen Mist eingeplant ist. Also denke ich mal, dass er dafür nichts kann. Komm mit, kleiner Mann. Wir haben Dinge zu tun. Komm. Sehr schön. Mit den bloßen Fäusten. Und einer Menge. Eine Menge, Menge Angriffe. Das ist ein Sicherheitssystem, ich sag's euch. Ja. Die Ninjas attackieren den Affen. Oder zumindest versuchen sie es. Und den Affen interessiert der ganze Mist halt nicht. Finde ich gut. Hat was. Ich meine, ist ja auch, wie man sieht, jetzt nicht das größte Problem, diese Ninjas hier platt zu hauen. Ja, ne, runter ist schon gut. Runter ist prima. Und rein da bitte. Perfekt. Wenn doch jetzt nur Ratchet da wäre, dann könnte man mit dem Laserding das Laserding zurückwerfen. Gelasert zu haben. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Quark! Hey, Kleiner, wie hast du mich gefunden? Wir haben das geheime Videospiel gefunden. Das. Ich glaube kaum, dass ihr mich versteht. Ihr seht mich an und denkt bestimmt, ich würde alles für solch eine Figur geben. Für einen Tropfen seiner animalischen Anziehungskraft. Ein Quäntchen seines makellos... Können wir das überspringen, bitte? Moment, was wollte ich sagen? Sexy, charmant, genial. Da, harter Bauch.
Ah, ja, obwohl es den Eindruck macht, dass ich perfekt bin. Bist du eigentlich ein Waschlappen? Nein, nicht ganz. Als ich vom Kreuzer entkam, dem Tod um Nanosekunden entrann, da wurde mir plötzlich etwas Wichtiges klar. Ich hätte sterben können. Ich, Captain Quark, stellt euch vor, eine ganze Galaxie ohne mich. Und wofür das alles? Nur weil ein paar Trillionen Leute Roboter werden? Wie soll ich wissen, wer zum Roboter werden soll und wer nicht? Das ist erbärmlich, Quark. Und dich habe ich mal verehrt. Gehen wir, Clank. Die Einwohner der Galaxie brauchen dich, Quark. Sie glauben an dich. Du gibst ihnen Hoffnung. Du hast die Chance, dich zu bessern und der Held zu werden, der du immer sein wolltest. Ja, also einmal vorbeischneien, Moralpredigt halten und wieder gehen. Hat doch was. Nö, man kann vom Äußeren zumindest nicht darauf schließen, dass das theoretisch Captain Quarks Geheimversteck ist. Das hat mich jetzt mal interessiert. Und eigentlich irgendwas Interessantes? Nö. Außer mehr Kisten. Ich meine, wenn das Spiel eins zu Genüge hat, dann ist es ja eigentlich Kisten. Ja, und jetzt finde ich doch einen geheimen Weg und gehe den entlang. Geheimen Weg, aber... Ne? Wo am Ende ein Titanit-Bolzen auf uns wartet. Der mir dann halt auch absolut nichts bringt eigentlich. Aber wenn ich schon dabei bin, können wir ja mal gehen und gucken, was wir den holen. Ja. Das ist ein tolles Sicherheitssystem, wie man sieht. Macht überhaupt nichts. Kämpft nicht mal annähernd gut oder sowas. Schon bin ich drüber hinweg. Ich meine, das hier ist jetzt so langsam wie ein Sicherheitssystem, aber auch nicht so wirklich. Ja. Ja, und ein Schadenspunkt ist so oder so jetzt nicht sonderlich schlimm, anstrengend, wie auch immer. Aber es ist ein schönes Farbenspektrum. Oder Farbenspektakel. So, jetzt würde ich es so rum machen. Damit man wenigstens mal richtig rum ist. Und wofür haben wir das gemacht? Du kannst den PDA benutzen, um von überall aus Zugriff auf den Waffenautomaten zu erlangen. Natürlich musst du ein bisschen mehr für die Versandkosten aufbringen. Tja, wir bräuchten 250.000 Boats dafür. Ich habe gerade mal, keine Ahnung, nah dran und doch vorbei. Aber für diejenigen, die das Ding haben wollen, da ist der Teil. Ich persönlich denke mir, das braucht man nicht, aber... Naja. Es ist halt da. Ratchet, wo bist du gewesen? Wir waren bloß... Ach, egal. Die Phönix wird angegriffen. Unsere Schilde sind... Sascha! Bei 40%. Die künstliche Atmosphäre ist... Ich glaube, sie... an Bord zu kommen. Nefarius macht sich offensichtlich Sorgen um die Disk. Alles tun, um sie wiederzuholen. Hey, Süßer. Falls wir uns nicht wiedersehen, wollte ich dir nur sagen, dass... Ich hab sie... verloren. Zünde den gravimetrischen Warp-Antrieb. Ja, wir lösen all unsere Probleme mit einem gravimetrischen Warp-Antrieb. Liebesprobleme, Kriegsprobleme, Quark-Probleme. Alles kein Thema, solange man einen gravimetrischen Warp-Antrieb hat. Aber ja, jetzt ist die Phoenix... Ich bleib einfach bei Phoenix. Ist sie jetzt tatsächlich eher ein Kampflevel... als alles andere, weil wir angegriffen werden.
Das finden wir nicht gut. Ja, hier wieder diese Ninjas und hat man nicht gesehen. Die paar galaktischen Schutztruppen, die hier stehen, die, naja. Tun so, als würden sie helfen. Hey. Aber ob man das wirklich als Hilfe zählen lassen kann, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall ist dieser lustige Aufzug. Kann man das Aufzug nennen? Oder Transporter. Der Transporter ist unabkömmlich gerade, also müssen wir so ein bisschen anders durch das Schiff hier. Was ich auch für recht witzig halte. Man konnte ja Teile des Levels, wie es dann hier jetzt ist, tatsächlich vorher schon sehen. Wenn man aufgepasst hat, während man mit dem Transporter gefahren ist. Ja, Tür. Na. Ist die Frage? Na. Ich wollte schon sagen, jetzt ist die Frage, bin ich jetzt so schnell an dem ganzen Zeugs vorbeigelaufen, dass ich das nicht gefunden habe? Oder er gesehen habe. Aber nein, so schnell war ich dann auch nicht. Oh, ein riesiger Kampfroboter. Tja, der darf dann halt meine gesamten Mini-Kampftürmchen haben. Die jetzt einen mega Gefechtsturm bilden. Was ich gut finde. Wem wundert's, ne? Ich finde das gut, dass meine Waffe besser ist. Ja. Kann sich aussuchen, in welches Loch sie kommen, bis sie sich fusionieren. Na, ihr habt euch aber Zeit gelassen. Hey, ich freue mich auch, dich zu sehen. Geht's euch gut? Uns geht's gut. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Und, Glück mit der Datenskette? Glück, sagt ihr. Erl hat den Code geknackt. Auf der Diskette ist eine Kopie von Nefarius' Schlachtplan. Er wird einen Planeten nach dem anderen angreifen und nur Roboter zurücklassen. Der Bioobliterator ist so gut geschützt. Nefarius glaubt nicht, dass wir ihn aufhalten können. Können wir? Ich schätze unsere Chancen auf etwa 1 zu 63 Millionen. Pi mal Daumen. Hey, das klingt ja gar nicht so schlecht. Der Bioobliterator lädt seine Energiezellen nach jedem Angriff wieder auf. Im Moment tut er das auf dem Planeten Korus. Und Ratchet, sein nächstes Ziel ist Veldin. Ich meine, das ist jetzt... Läuft zwar wieder auf diesen Punkt hinaus, das ist seine Heimatwelt, aber im Endeffekt ist da doch auch gar nichts. Also, dem Originalspiel nach ist irgendwie auf diesem Planeten absolut nichts los. Außer, dass da komische kleine Gegner rumrennen, aber es gibt da nichts. Also weiß ich nicht, warum er sich dabei so aufregt, aber naja, gut. Was haben wir hier so? Irgendwie was Neues wieder? Eine neuere, schönere Farbe? Nö. Na gut. Korros, gelange in die Kommandozentrale. Oh, direkt. Das sah irgendwie nicht hübsch aus. Aber glaub mir, ich will nicht die ganze Zeit an der Hübschheit des Spiels rummäkeln. Es ist eher, das sah sehr merkwürdig aus. Naja. Egal, Korros. Schaffen wir das noch? Boah. Ich meine, jetzt kamen zwei relativ kürzere Parts mit 20 Minuten etwa. Da können wir uns hier auch mal umsehen. Das muss es sein. Wie sollen wir das nur vernichten? Dazu langt nicht mal mein schwerstes Geschütz. Dann brauchen wir ein größeres. Ja, klar. Wo sollen wir denn so eine Wumme herbekommen? Hab sie. Hä? Wow. Ja, das sollte reichen. Wenn du mich in die Kommandozentrale bringst, kann ich das Zielsystem ausschalten und dann das Ionengeschütz übernehmen. Dann los! Hallo, hallo. Heute hätten wir... Das klingt wie ein Plan. Außerdem... Angebot. Wie neu. Noch original verpackt. Man sieht sich. Ja, die werden wir uns tatsächlich irgendwann mal holen.
wahrscheinlich werde ich einfach zwischen den Parts mal da hingehen und mir das Ding schnappen. Ist da noch? Nee, doch? Nein. Ich glaube, Kuros war eine dieser Welten, wo ich mich tatsächlich mal verirrt habe. Naja, ballert ihr da mal. Wie gesagt, ich mache hier nicht absichtlich einen auf, ich renne hier nur komplett durch, aber wenn du da so blöde stehen bleiben. Sollte ja schon eine gewisse. Ja, Gegnerpositionierung haben, dass man da auch wirklich zum Kampf gezwungen ist in dem Sinne. Wenn da nichts ist, kann ich einfach dran vorbeilaufen. Ist halt so. Also, wenn mich nichts davon abhält. Ja, die kenne ich sogar noch. Sache, wenn ich mal was kenne, dann sammle ich das auch nicht. Courtney Gears, ne? Kann das sein? Ja. Außerdem Titanic-Bolzen. Beides so direkt nebeneinander, ich weiß auch nicht. Ich sage ja irgendwie. In diesem Spiel habe ich nicht so diesen Drang, die Titanbolzen einzusammeln. Das liegt einfach daran, dass sie mir keine vernünftige Belohnung geben. Achso, und eigentlich muss ich aber da rüber, so war das noch. Ja. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, ich verirre mich hier so gerne. Zuerst stirbt. Tja, der Riesenroboter. Aber da war ja abzusehen, dass er zumindest von mir sterben wird. Und einfach weiter rein hier. Jawohl. Tauchen zigtausend neue auf, aber pff. Who cares? Who cares? Scheinbar will das Ding gegen mich kämpfen. Ist in Ordnung, können wir machen. Ich meine, mit meinem Arsenal ist das jetzt tatsächlich nicht mehr so das Problem. Egal, was hier gegen mich kämpfen möchte. Obwohl ich immer noch in diesem Modus geistig bin, so ein bisschen sieht mein LP aus wie ein Speedrun. Seien wir mal ehrlich. Aber das liegt, wie gesagt, eher daran, dass mir das Spiel die Freiheit lässt. Es ist mal ein ganz anderer Spielstil für mich. Oh, hallo, Riesenroboter. Naja, wenn sie mir die Möglichkeit dafür geben, was soll ich sagen, dann werde ich die auch nutzen. Ah, schade. Wenn wir jetzt schnell genug gewesen wären, hätten wir ihn damit direkt auch noch ausnocken können, den Transporter. Agent Clank! Was ist hier los? Was glauben Sie, was Sie da machen? Aus all den Holofilmen sollten Sie noch eins gelernt haben. Leg dich nicht mit Agent Clank an. Ein Funkspruch von der Phönix. Guter Schuss, Clank. Wer weiß, wie viele Leben du damit gerettet hast. Aber wir sind noch nicht fertig. Hä? Earl hat gerade die Diskette entschlüsselt. Anscheinend hat Nefarius einen zweiten Biobliterator gebaut. Ein neues Modell, noch viel gefährlicher als das, das ihr gerade zerstört habt. Wo ist er? Nefarius hat ein Kontrollzentrum auf dem Planeten Mylon. Wir glauben, dass sich der letzte Biobliterator dort befindet und von einer ganzen Robo-Armee beschützt wird. Dann sollten wir uns beeilen. Seid vorsichtig. Diesmal erwarten sie euch. Das können sie ja gerne tun. Nicht unbedingt ein Problem. Nun ja, okay. Beim nächsten Mal gibt es dann also Mylon? Ja, Kommandozentrale. Vorher werde ich allerdings nochmal mir ein paar Waffen kaufen gehen. Da bräuchte ich aber nicht mitnehmen. Und bis dahin
wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und Ratchet und Clank springen auch morgen wieder über eure Bildschirme und lassen es so richtig krachen. Aber bis dahin guckt doch noch ein anderes Video oder besucht meinen Kanal für zigtausend andere. Außerdem vergesst nicht, mich zu abonnieren für weitere Videos oder besucht meine Facebook-Seite, um mit mir in persönlichen Kontakt zu treten.